Moment. Wie soll das gehen? Oh. Schauen wir mal. Ach so, ich muss ja den Emote-Chat wegmachen. Das klingt super, das lasse ich, wie es ist. Das klingt gut. So. 11. Jetzt muss ich hier auf Twitch gehen. Auf Mod an sich näher, Videoproduzent. Und hier auf Stream Manager. Und da den Emote-Chat wegmachen. Und den Follower-Chat wegmachen. So, und jetzt gucke ich mal, ob das geht überhaupt hier. 30 Fragen. Sieht man das? Ja, das sieht man. Oh nicht. Bevor die Titanic unterging, rammte sie einen Eisberg. Wie nennt man ein Gerät, mit dem sich ein Pilot befreien kann? Schleudersitz. Ein Federmäppchen sieht man häufig bei Schülern. Wonach werden Diamanten nicht bewertet? Temperatur. Wie wird umgangssprachlich eine Falschmeldung? Zeitungsente. Jemand, der starkköpfig auf sein zum Teil vermeintliches Recht pocht, ist ein Querulant. Woraus besteht Kochsalz? Natrium und Chlor. Chlor? Welches der folgenden Berge dürfen Frauen nicht betreten? Ja, den Athos. Im ländlichen Land war die Peseta bis zur Peseta in Spanien. Was ist eine Quadriga? Ein Vierergespann. Eine Kabarettbühne in Düsseldorf ist das Komödchen. Eine Person, die mit unredlichen Methoden versucht, an der Haustür etwas zu verkaufen, nennt man Drücker. In welchem Land befinden sich die Wattinseln Langlütchen 1 und Langlütchen 2 in Deutschland? Was versteht man in der Mundkale unter dem Namen unter FF? Fortissimo. Was bedeutet der... Warte, ich brauche einen Chat. Wo habe ich denn einen Chat? Hi Patrick, ich denke, ich habe gar keinen Chat. Verdammt. Wo ist mein Chat? Du kannst mir gleich mal sagen, wie du das neue Mikrofon findest. Ich habe nämlich mein ganzes Kabelgedöns hier abgebaut. Ja, hier ein Käbelchen, da noch ein... Jetzt habe ich einen Kopfhörer, Kopfhörer-Mikrofon über USB und ich finde, das klingt gut. Was bedeutet Salve? Sei gesund. Kannst du mir gleich mal sagen, ob das gut klingt oder ob das nicht gut klingt? Was ist die Davidswache? Ein Polizeikommissariat. Wie heißt der Schutzpatron der Feuerwehr? Florian. Nach wem wurde die physikalische Einheit der magnetischen Flussdichte? Tesla. Was stellt... Oh, homosexuelle Handlungen. Zum Glück ist der verboten. Abgeschafft. Eine der erfolgreichsten Bands, der heißt Ideal. Auf wen bezieht sich... Hört sich gut an, gell? Sag ich doch. Ist doch... Weißt du, ich hab's viel einfacher jetzt. Ich steck das einfach ein und es geht. Ja? Ich hab's jetzt viel einfacher. Ja? Oh, da gehen meine Sekunden weg. Schau mal. Man hat nur 30 Sekunden für 50 Fragen. Das ist natürlich... Hey, Kater, hörst du auf, ey? Der beißt in mein Kabel. Gell's Mikro ist gut. Ich find's auch gut. Ich find's auch gut. Jetzt sind die Sekunden gleich rum hier. Ich wollte doch nur quizzen. Machen wir halt nur 10 Fragen, komm. Dann sind wir wenigstens durch. Zack. Ach, das fängt dann nochmal von vorne an. Ja, dann. Ach, ich habe für jede Frage 30 Sekunden Zeit.
Jetzt habe ich das verstanden. Ginger Rogers natürlich. Wie heißt das einzige Oratorium von Ludwig von Beethoven? Christus am Olivenbaum. Ne? Ich wusste es nicht. Ein anrührendes Filmdrama von David Lynch aus dem Jahre 1980, der Elefantenmensch. Von welchem Staat? Von den Indianern? Von Kanada? Von Großbritannien? Von Großbritannien? Von Russland, stimmt. Wo stehen die externen Steine? Ich habe keine Ahnung. Deutschland. Was war Katharina von Bora, bevor sie den Reformator? Oh, pass auf, die war Nonne. Das wusste ich. Wie lange braucht der Mond, um einmal um die Erde zu kreisen? 27 Tage. Wer komponierte Carmen? Ach du großer Gott. Georges Bizet. Okay, aber Quizspiele, ich will 50 Fragen. So, wenn wir schon mal dabei sind. So, und immer 30 Sekunden Zeit. Jetzt habe ich es auch kapiert. Einen sehr ungeschickten Menschen bezeichnet man oft als Tollpatsch. Was zählt nicht zum Essbesteck? Die Schere. Wo arbeitet ein Groupier? Im Casino. Wie bezeichnet man ein Ragout aus hellem Fleisch? Frikassee. Wie bezeichnet man das Aufschwimmen des Reifens auf den Wasserfilm Aquaplaning? In welcher Küche sind die Maultaschen eine Spezialität? In der schwäbischen. Wie nennt man die Angehörige Blauhelme? Wie war der Spitzname mehrerer deutscher Geschütze Dicke Bertha? In welchem Land ist Salsa das Wort für Soße? In Spanien. Der Gehweg Walk of Fame befindet sich in Los Angeles. Woraus besteht der Kern aus einer Haselnuss? In welcher Stadt begann Al Capone? In Chicago. Wie nennt man manchmal die Grenze zwischen Nord und Süd eines bekannten Discounters? Oh, der Aldi-Äquator. Wie heißen die Geschwister Scholl mit Vornamen, Hans und Sophie? Was wird in der Regel in der Biologie, Medizin und Chemie eingesetzt? Die Petrischale. Wie heißen die Lebensinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider? Wintermolke. Pff, Herbstmilch, okay, kann auch sein. Wie lautet der Oberbegriff für zahlreiche mit dem Bogen gestrichenen Fiedel? Der Herr ist mein Hirte beginnt der Psalm 23, keine Ahnung. Welcher Berufsstand trägt einen Südwester, die Seefahrer? Das ist dieser Gichtschutz. Wer schuf den Kupferstich Ritter, Tod und Teufel? Albrecht Dürer, oh. Welches Ding ist ein Quast? Das weiß ich. Das ist ein breiter Pinsel. Von welchem nordseegermanischen Volk leitet sich die Bezeichnung England ab, von den Angeln? Welcher Fußballspieler der Bomber der Nation war? Gerd Müller. Become. Werden. Mit wem war die Tochter von Elvis Presley mit Michael Jackson? In welchem Bundesland befindet sich der Kummerower See? Ich habe keine Ahnung. Wie viele Tasten hat eine Mundorgel? Keine. Welche Stadt wurde im Jahre 50 nach Christus London? Lotus-Effekt. Ein Prinzip der Beförderung von Flüssigkeiten ist die Eimerkette. In welcher Bewegung werden Samenbomben als Methode der Aussaat verwendet? Oh, Gorilla Gardening, habe ich noch nie gehört. Was beschreibt nicht die Oberseite des Mittelfußes? Die Sohle. Die Oberseite ist ja die Unterseite. Was darf dem Holy Gemäß hinzugefügt werden? Was? Nichts, oh. Ölzeug. Rückfußlauf, Überlauf. Wie heißt der Liederzyklus für Singstimme und Klavier, den Franz Schubert komponiert hat? Leck mich am Arsch. Ich rate immer und bin aber voll dabei, ne? Das französische Paradox bezieht sich auf den Genuss von Rotwein. Das war mir klar. Welches dieser Länder liegt in Mittelamerika? Costa Rica.
Welche Ente findet man nicht im Zoo? Die Tigerente. Ist von Janosch. Welche Stadt ist die Hauptstadt von Madagaskar? Lagos. Ah, Antananarivo. Wer soll denn sowas wissen? Fucking Hell ist eine Berliner Biersorte. Für welchen Begriff hat sich das Diapositiv? Banküberfall. Passion. Wessen Brot ich ess, des Lied ich sing. Seeds. Oder Suits. Welches Tier lebt auf Madagaskar und wird auch Ai-Ai genannt? Das Fingertier. Oh, Biolumineszenz. Der Sohn vom Bruder deines Vaters ist mein Cousin. Welche Frucht darf in Singapur nicht in der U-Bahn mitgeführt werden? Banane. Du, ich weiß nicht mehr, was Durian ist. Geil, oder? Hi, ich bin gut, ey. Ah, ich bin gut. Hast du gesehen, wie viel ich gewusst habe? Ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Oh, warte mal. Vielleicht. Quiz Battle. Quiz online in fünf Kategorien gegen einen anderen Quizzer. Wer die meisten gehen, gewinnt das Quiz Battle. Zufallsgegner. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, da ist ja jemand. Quisser. Was ist ein Windjammer? Großhäckler-Typ. In welchem Land zwar der Männerstadt? In Russland. In welchem Brettspiel muss man mit Taxi oder Bus fahren? Scotland Yard. Jetzt spielt er. Da muss ich mal meinen Namen eintragen. Tja, anscheinend hat er schon keine Lust mehr, ne? Sieht so aus. Ah, er hat eins gewusst, guck mal. Ach, man sieht seine Antwort nicht, das ist ja doof. Das ist ja doof. Guckt der jetzt, googelt der jetzt vorher oder was? Wie wird die Franz Tricolore? Die La von Niedersachsen, Hannover. Park Güell. In welcher Stadt befindet sich Park Güell? In Istanbul, in Barcelona. Okay. Ja, ich mache das doch gleich wieder, weil ich will nicht immer auf den da warten. Das macht mir keinen Spaß. Ein Schattenporträt aus einem Stück Papier ist ein Messerschnitt. Ein Scherenschnitt. Komm, das macht mir keinen Spaß. In welchem Land stammt der Maler Peter Bruegel der Ältere aus Spanien? Ich weiß eben doch nicht alles. Das ist doch ein Schmarrn. Komm, geh weg. Geh weg. Geh raus. Keine Lust mehr. Geh weg. Das tickt. Hört ihr das Ticken? Habt ihr das Ticken? Hast du das Ticken gehört gerade? Also, machen wir nochmal. Komm, Temp, Quiz online. So. Ich mache das nochmal mit den 50 Fragen. Das hat mir noch am meisten Spaß gemacht. Quizspiele. Mein Anmelden, Login. Ja, ich habe mich dort auch angemeldet. Quizspiele. Wir machen nochmal 50 Quizfragen. Ich gucke gar kein Fußball, Shiny. Ich mache mir überhaupt nichts aus Fußball. Null. Mir ist völlig wurscht, wie die Deutschen heute spielen. Ist mir vollkommen egal. Ist mir total gleichgültig. Ja, total. Mache ich mir überhaupt nichts draus. Ja, ich ziehe. Aus welchem Land stammt Ucho Taco? Aus Mexiko. Recep Erdogan ist seit Türkei. Unter Dach und Fach. Hamlet ist eine Tragödie von William Shakespeare. Wann fand der Erste Weltkrieg statt? 14 bis 18. Welcher Begriff findet heute noch seine Anwendung auf Menschen, die aus rotes, ne, blaues Blut? Mit welchem Olympiasieger ist Steffi Graf verheiratet? Mit André Agassi. Die meisten Auberginen sind violett.
Wie lautet eine botanische Bezeichnung für die Gattung Erika, Heidekräuter Erika? Wie nennt man einen vom Wind aufgeschütteten Düne? Wie heißt ein Schlüsselfinder im Englischen? Keyfinder. Wie heißt die Abkürzung für die Europäische Zentralbank, EZB? Ist man psychisch, physisch oder wirtschaftlich an der Grenze, geht man auf dem Zahnfleisch. Wie nennt man das Gerüst in einem Glockenturm, in dem die Glockenstuhl? Altona, Wandsbek und Emsbüttel sind Viertel von Hamburg. Merkmal von Facebook ist ein weißes F auf blauem Grund. In welchem Bundesland liegt die Hansestadt Lüneburg? In Niedersachsen. Welche Schlange ist nicht giftig? Die Ringelnatter. In welchem Land ist ein Pestemal ein traditionelles Tuch für ein Bad? Ein Pestemal in der Türkei. Womit erreicht man in Deutschland die allgemeine Hochschulreife mit dem Abitur? Mit welcher Einheit verbindet man keine Temperaturskala? Ampere. Welches Tier heißt im wissenschaftlichen Sprachgebrauch Medusa? Die Qualle. Wie wird ein Autoprototyp genannt? Erlkönig. Welches ist das höchste Skigebiet in den deutschen Mittelgebirgen? Baiersbronn. Ja, Feldberg. Echt jetzt? Ja, Schein, ich weiß nicht alles, aber ich weiß viel. Welche da Schach der König? Ich weiß nicht alles. Das sind leichte Fragen. In welcher künstlerischen Umgebung wird das Hotel Burj Al Arab gebaut? Auf einer Insel. Welches Sternzeichen hat man, wenn man am 24. Dezember geboren ist? Steinbock. Mit welchem Titel gewann Eurovision mit Satellite? Wer leitete 34 Jahre lang die Berliner Philharmoniker? Das war Herbert von Karajan. Was ist ein anderes Wort für Croissant? Beugel. Wie wird Jugendstil auf Französisch benannt? Oh, ich habe keine Ahnung. Entweder das oder das, das oder das, das oder das. Ich nehme mal das da. Haha, es war geraten, siehst du? Der Schutzpatron der Autofahrer ist der heilige Christophorus. Wer wohnte in 221 Sherlock Holmes? Welche Romanfigur erschuf Henrik Mankell Kurt Wallander? Das Ionische Meer ist ein Teil von welchem Meer? Ich habe keine Ahnung. Indischer Ozean, siehst du? Wie bezeichnet man im Tierreich das Weibchen ausgebildete Eiablageapparat? Leck mich am Arsch. Wie bezeichnet man im Tierreich den bei Weibchen ausgebildeten Eiablageapparat? 50-50. Tribus. Ah, und war noch falsch. Welche deutsche Stadt hat das ist Mannheim. Als Bügelfahrt bezeichnet man die erste Testfahrt eines elektrischen Schienenfahrzeugs. Was ist ein Holster? Eine schnelle Zugrifftasche, komm. Wie werden Italien freistehende Glockentürme genannt? Campanile. Was versteht der Medik unter Hypoxie? Sauerstoffmangel. Welches Modit besteht aus Schenkel und Blattfeder? Schenkel und Blattfeder, die Maultrommel. Was verstand man früher unter EQ? EQ, Verteidigungsbündnis, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Wie heißt der Begriff für Notrutsche in der Luftfahrt? Wer wurde in Emil und die Detektive bestohlen? Ich habe Emil Tischbein. Oh, das war geraten. Die zeichnerische Version eines Drehbuchs und die Vis nennt man Storyboard. Wer ernennt und entlässt verfassungsgemäß die Bundesminister? Der Bundespräsident. In welchem Jahr wurde Borussia Dortmund gegründet? Das ist mir sowas von egal. Kappes bedeutet nicht nur Weißrotkohl, sondern heißt auch umgangssprachlich Kappes. Dummes Zeug. Leidet man unter Agoraphobie, hat man Angst vor großen Plätzen. Ja, geil, oder? Ist das geil, oder? Oh Mann, ey. Wie 46 von 50 waren richtig. Ich liebe einfach Quizspiele, ja. Ich gucke auch wahnsinnig gerne im Fernsehen, gucke ich wahnsinnig gerne Quizshows an. Aber Wer wird Millionär ist nochmal eine andere Liga. Ja, das sind ganz einfache Fragen. Shiny. Wollen wir nochmal machen?
Machen wir nochmal, oder? Also los, Quiz neu starten. Wie wird ein Lidschlag auch genannt? Blinzeln. Ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen ungehobelten Menschen ist ein Rabauke. In welcher Sportart? Boxen. In welchem Land liegt die Stadt Krakau? In Polen. In welcher Schule werden keine? In der Baumschule. Ich sage jetzt ganz einfache Fragen. Dumm. Womit kann man die Sterne näher betrachten mit einem Teleskop? Der Hintergrund, auf welchem die Olympischen Ringe zu sehen sind, ist meiner Meinung nach weiß. Wer war Charles Dickens? Ein englischer Schriftsteller. Welche Metropole wird auch ewige Stadt genannt? Rom. Welcher Begriff bezeichnet als Scheinanglizismus der Deutschen ein Verbot oder Tabu, ein No-Go? Woran müssen sich Moslems beteiligen am Freitagsgebet? Die Concorde war ein Überschallflugzeug. Was hat die Gitarre üblicherweise nicht? Sie hat keine Augen. Eine alternative Bezeichnung für die Küchenschabe lautet Kakerlake. Wie nennt man paarweise zu spielende Klappern, die zur Kastagnetten? Welcher Duftstoff soll aphrodisierend wirken? Moschus. Wer rednerisch eine Sache besser darstellt, als sie eigentlich ist, betreibt Schönfärberei. Was bedeutet Mitglied des Bundestages? Mitglied des Bundestages. Mit welcher Schlacht endete der erste Franz... Mit welcher Schlacht... Also die Varusschlacht war in England. Da hat Napoleon verloren. Hier. Die Varusschlacht war in England mit der römischen 9. Legion. Wann beginnt die Fastenzeit in der westlichen Kirche am Aschermittwoch? Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es nicht um ein Eintopfgericht? Pottasche, das ist überhaupt nichts zu essen. Wie heißt ein Tropfstein, der von unten nach oben zusammengewachsen ist? Stalagnat. Welche Stadt liegt in Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg? Neu-Ulm. Tempelhof ist in Berlin. Eine robuste Person, die durchsetzungsfähig und nicht empfindlich ist, bezeichnet man als tough. Wie heißt der längste und wasserreichste Fluss Europas? Die Oder. Ah, die Wolga, echt jetzt? Der Friseur Karl Ludwig Nessler erfand die Effilierschere. Oh, die Dauerwelle. Welchen Grab entdeckte Howard Carter? Welchen Grab entdeckte Howard Carter? Komm, noch 20 Sekunden. Nofretete, Tutanchamun, Narber oder Ra? Kommt. Zack, Tutanchamun. Welche Turmform existiert wirklich? Der Zwiebelturm. Worauf beseiten sich Prepper vor auf eine Katastrophe? Wo befindet das Deckglas Verwendung? Das in der Mikroskopie. Was ist kein Edelmetall? Eisen. Wie wird ein Verdauungsenzym bezeichnet, das von Wirbeltieren lab? Pepsin. Was versteht man unter Montezumas Rache? Durchfall. Was ist ein Schirker Feuerstein? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich nehme den Kräuterlikör. Wie viele Räder hat ein Segway? 2. Zu welchem Staat gehört die Insel Martinique? Martinique gehört zu Jamaika, Frankreich, siehst du? Was war das Besondere an Abebe Bikalas Olympiasieg 1960? Er kam zu spät zum Start, er lief barfuß. Er war blind. Er lief barfuß. Ich kannte den gar nicht. Welches ist die in Kanada gesprochene und geschriebene Variante der englischen Sprache? Schottisches Englisch, kanadisches Englisch. Ja, diesmal mache ich mehr Fehler, siehst du? Welche Karibik-Hauptstadt? Kingston. Max Frisch schrieb das Drama. Boah, San Marino, ich habe keine Ahnung, Andorra. Welches Bekenntnis zur Meinungsfreiheit wurde nach dem Januar millionenfach ausgesprochen? Je suis Charlie. In welcher Stadt befindet sich der Wenzelsplatz in Wien? In Prag, noch nie gehört. Numerus Clausus. Hohe Anzahl. Beschränkte Anzahl. Eine Futzbox kommt meistens zur Veränderung des Klangs. Welches Instruments? Jetzt wollte mich aber verarschen. Eine Futzbox-Piano.
An der E-Gitarre. Was? 26. Ja, keine Ahnung, sowas konnte ich noch nie. In welcher Comicreihe gibt es den Professor Bienlein? Tipp und Struppi. Wer war Bundestrainer beim Gewinn der Fußballmannschaft 1974? Jupp, derweil. Fußball brauchst du mich nichts fragen. Wer wurde auch First Lady of Soul genannt? Whitney Houston. Jetzt lässt es aber schwer nach, ne? Wo ist der Tag des Sieges am 9. Mai ein gesetzlicher Feiertag? Am 9. Mai in Frankreich, in Russland. Siehst du? 37 richtig, ja, ich lass nach. Jetzt lasse ich aber nach, ey. Eieiei, das war, habe ich schon mal besser gemacht. Wahnsinn. Ah. Also nochmal, komm. 37 ist ein Armutszeugnis für mich. Ein Armutszeugnis, meine Lieben. Die Animation Findet Nemo handelt von einem Fisch. In welchem Einkaufshaus ist Köttbullar Ikea? Gladiatoren, altrömische Berufskämpfer. Liebe geht durch den Magen. Unter Gratis versteht man in der deutschen Sprache unentgeltlich und kostenlos. Risotto ist ein Reisgericht. Ein Neuron. Die Nervenzelle. Wie benennt man einen Großraumbehälter? Container. Für welche Tiere ist Island bekannt? Die Islandpferde. Zu welchem Land gehört die Insel Kos zu Griechenland? Auf welchem Tier reist der Kleine? Auf einer Gans. Die heißt Martin. Wie heißt ein Bauelement zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre oder Kabel? Muffe. Capoeira, Jiu-Jitsu zählen zu Kampfsportarten. Bei welchem Bundesliga-Trainer wurde im Herbst seit exzessiver Kokaineier? Christoph Daum. Ich habe nicht gekokst. Wie nennt man ein lebendes Aushängeschild mit Führungs- und Vorreiterfunktion? Galionsfigur. Wie bezeichnet man beim Boxen eine Richtung die Grundstellung zum Gegner? Auslage. Wie heißt die Hauptstadt von den Bahamas? Nassau. Wie wird die Salatgurke noch genannt? Schlangengurke. Was ist denn da los? Was machst denn du da? Ach so, du bist das, alles klar. Mit welchem Kürzel eine positive Nachricht gekennzeichnet hat, das natürlich. Askese ist Enthaltsamkeit. In welchem Land tagt die Duma in Russland? Wie heißt eine Fernsehsendung mit Schwerpunkt auf Berichterstattung von der Frankfurter Börse? Börse vor 8. Wie nennt man eine genossenschaftliche und landwirtschaftliche Kolchose? Ein bekannter Film zu Edward mit den Scherenhänden. Hans Guck in die Luft beschreibt einen Jungen auf dem Weg zur Schule. Gebietskörperschaften, Gemeinden. Wie heißt ein sehr tiefes Dunkelblau? Polarblau, Mitternachtsblau, okay. Was ist die Quersumme? Ich habe keine Ahnung. Oh, geraten. Nennt man Mitra. Welches Ziel hat die Prohibition? Alkoholverbot. Hummel, Hummel, Mors, Mors, Hamburg. Waldmeister. Wie heißt eine Fernsehserie der NDR, die in einem fiktiven Dorf in Schleswig-Holstein steht? Heimatgeschichten. Neues, haben noch nie gehört. Neues aus Büttenwader. In den Langenhalsinseln. Im Knochenmark, okay. Bungel, Bungel. Ich habe das noch nie gehört, ey, in Australien. Heidi, Gitti und Erika. Ach, Schätzle, ich bin ja da. Jo. Ja, komm, ich mach dir Platz. So, komm, her, steh. Muss sie immer auf den Sitz da oben heben, weil sie da nicht alle. Jetzt geht sie wieder runter, die wollte da gar nicht hin. Okay. Wer wurde für die Begründung der Quantenmechanik mit dem Nobelpreis ausgezeichnet? Ich habe keine Ahnung. Werner Heisenberg. Stimmt sogar.
Welches Tier nutzt besonders anschaulich die Van der Waals-Kräfte? Der Gecko. Noch nie gehört. Wie viele leere Stühle sieht man jedes Jahr? Vier. Welches dieser Käseerzeugnisse gibt es nur in der Magerstufe mit unter 10 Harzer? Wer schrieb den Roman Farm der Tiere? Michael, George Orwell, echt jetzt? Bornholm gehört zu Deutschland, zu Dänemark, guck an. Residuum, habe ich noch nie gehört. Der Rest. Der Spion, der aus der Kälte kam. Das ist ein Musiker. Ich nehme mal den da. John Leclerc. Ein Zampano ist ein Aufschneider. Für welches Vergehen? Steuerhinterziehung. Wie hoch, um die Nacht als Tropennacht zu bezeichnen? Wie hoch muss die Lufttemperatur sein? Nicht unter. Was? Um die Nacht als Tropennacht zu bezeichnen. Nehmen wir mal das da. Was? 20 Grad. Was ist ein Dreiecksbein? Ein Handwurzelknochen. Also wirklich auf Hawaii. Kann er nur auf Hawaii sein? Aha, 41. Gut, gut. Ah, sehr gut. Oh Mann. Gut. Hier wird nochmal alles erklärt. Was gibt es denn sonst noch? Expertenquiz. Okay. 15 Quizfragen mit steigendem und sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Also gut. Komm, das testen wir jetzt mal. Wie heißt das rosafarbene Steinsalz? Himalaya-Salz. Eine mittelalterliche Schlagwaffe war der Morgenstern. Wie nennt man ein Fluggerät mit vier Rotoren? Quadrocopter. Welchen Farbton in Gemälde wurde nach einem Maler benannt? Picasso Blau. Tizianrot, guck an. Das war's schon. Vier Fragen. Edgar Wallace Filme. Skagerrak, was? Biskaya, okay. Ach so, nach einem Fehler ist es sofort vorbei. Deswegen. Quiz neu starten, okay. Ein Schweineigel. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ja, das ist des Pudels Kern. Eine Paraplegie noch nie gehört. Dienstaufsichtsbeschwerde 6. Ich nehme mal Rostock, Kiel, das da. Unter Hillary Swank. Oh, Hillary Clinton. Ach komm, ey. Du machst mich fertig, ey. Das weiß ich. Ende März. Oh, ich weiß ja gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ursula von der Leyen, okay. Was sind Lingualpfeifen?
Slowenien. Ach, Griechenland, echt jetzt. Okay. Was ist eine Hundswache? Ein Schiffswachenabschnitt. Aus welchem Land stammt der Stilton-Käse? Aus England. Himmelfahrtsnase. Der Marburg-Virus. Das war jetzt Apoplex. Apoplex, Schlaganfall. Fregattenkapitän, ach, Flottillenkapitän, ich weiß nicht mehr, was eine Flottille ist. Verdammte Axt, ey. Ey, 74%, ne? Das können wir aber noch steigern, du. Das können wir aber noch steigern. Welche Stadt in den USA? La La Land, Los Angeles. China. In welchem deutschen Land steht Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche? Woher soll man sowas wissen? Das nächste Mal weiß es. Das geht, glaube ich, nicht. Ah, lineare Algebra. Ich weiß nicht mehr, was lineare Algebra ist. Verdammt. Schlecht. In welcher Stadt steht die Peter- und Paul-Festung? In München, in St. Petersburg. Komm, es ist gut, die Fragen sind so schwer. Ich kann das nicht. Wie heißt ein im Kupferstich verwandtes Tiefdruckverfahren? Kupferschnitt. Sage mal. Zu welcher Stadt gehört die Wartburg auf der. In Worms, oder nicht? In Eisenach. Mann, ich weiß ja gar nichts. Tories sind britische Konservative. Surf and Turf. Fahrzeugverwalter? Wagenmeister heißen die. Ach komm, ey. In Jerusalem. Vitellotonato. Kalbfleisch. Ey. Danke. Cash. Krume. Peterspfennig. Wie lautet der. Echt jetzt? Wie lautet der lateinische Gattungsname für das Ahorn? Ich nehme mal das. Acer. Okay. Wiegemesser. In der Küche. Komm. Quizspiele. 50 Fragen. Ob jetzt. Das weiß ich wenigstens. Amor ist ein Gott der Liebe. Eine Hand wäscht die andere. Das weiß ich wenigstens. Mosaik. Frankieren. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Flamme. Was ist ein Wright Flyer 3? Ein Motorflugzeug. Was ist eine schwarze Witwe, eine Spinne? Geocaching. Neon. Die Zeit. Nein, falsch, ich hab falsch geklickt. Monolith. Golden State, Kalifornien. Was erforscht man? Die Aerodynamik. Was macht ein Gagman? Er schreibt Witze. Was beschreibt den Ablauf von Staatsbesuchen? Diplomatisches Protokoll.
Ach du großer Gott. Appoint, das hätte ich nicht gewusst. Was bedeutet Filius, den Sohn? Wie nannten Wassily Kandinsky und Franz Marc ihre Ausstellungs- und Publikationstätigkeit? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt komm. Zack. Waldorfsalat. Handfunkgerät. Welcher Meeresbewohner war dem griechischen Göttin Demeter zugeordnet? Kann ja nur Delfin sein. Die Anakondas leben in weiten Teilen von Südamerika. In Baden-Württemberg. Was wird als Founding Fathers bezeichnet? Gründungsväter der USA. Wo wächst die Rotbuche in Europa? Göffel. Ein Schirm. In Franken. Ah, siehste, ich wollte noch Saalbach hinter Glemm nehmen. Der Rhein. Totenmesse, mach jetzt keinen Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Punze. Wale. Gelbsucht. Lederstrumpf. James Fenimore Cooper. Ein Frostspanner. Schmetterling. Jim Rakete. Bei welchem dieser Staaten kann man den König des Landes auf der Goldmünze erkennen? Vatikan. Nee, Quatsch. Belgien. Ginkgo, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Reife Preiselbeeren. Preiselbeeren sind rot. Ach komm. Eine Pilzart, okay. Ach Mann, ey. Mit drei wäre vielleicht ein wenig früh gewesen, ne? 41 von 50. Okay, alles klar. Und schon bin ich wieder weg, weil ich muss ins Bett. Schon bin ich wieder weg.